Okay, heute ist Dienstag. Eigentlich wollte ich gestern schon anfangen zu vloggen, damit ein Vlog immer von Montag bis Sonntag geht, also wöchentlich erscheint. Gestern am Montag habe ich es allerdings vergessen. Aber es ist auch nicht viel Interessantes passiert, muss ich sagen. Und deswegen ist das nicht so schlimm, fange ich eben heute an. Ja, das Erste, was ich heute mache, ist zur Meldebehörde gehen hier in Bonn. Ich bin vor kurzem umgezogen und habe mich umgemeldet, aber mein Personalausweis muss noch geändert werden. Und danach geht es dann ab ins Büro. Das ist das Ende eines relativ ereignislosen Arbeitstages, ausnahmsweise mal. Aber morgen werde ich dafür meinen ersten Einsatz als verantwortlicher Kameramann an der Sony FS7 haben. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Und jetzt noch ein Selfie mit der Kamera. Das ist unser Set für das Interview jetzt gleich. FS7, ein paar Flowlights. Ton haben wir da unten. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und abgeschlossen wird dieser wunderschöne Tag mit zwei Paketen, die heute angekommen sind für mich. Starten wir mal mit dem kleineren. Steht auch schon drauf, die Yi, das wird die von Xiaomi sein. Das sieht auch schon mal schön aus. Die ist ziemlich exakt genauso groß wie eine GoPro. Kann auch ähnlich viel wie eine GoPro Hero 3, glaube ich. Full HD, 60 Frames. Kein 4K leider, aber dafür zu einem unschlagbaren Preis von 60 Euro in Deutschland. 60 Euro. Eine GoPro kostet 3 bis 4, 5 mal so viel. Das ist richtig krass. Und jetzt das zweite große Paket. Alles noch verpackt, aber ihr könnt schon sehen, das ist echt umfangreich. Und das ist eigentlich, dieses Zubehör ist auch mit GoPro-Zubehör kompatibel. Und das ganze Ding hier hat knappe 30 Euro gekostet. Also dafür kriegst du bei GoPro nicht mal so einen komischen Klebesticker. Ich liebe es, morgens die Wohnung zu verlassen, weil sich jeder Dreh wie ein Abdreher anfühlt. Das klingt cheesy. Das hier ist für heute unser Set. Hinter mir seht ihr vielleicht die Kamera und das Licht. Und hier drüben haben wir das Vorschaubild von der Kamera. Hallo. Und ja, jetzt geht's gleich los. Die Schauspieler werden vorbereitet, geschminkt, Text ist geübt. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende, aber es war echt geil. Heute haben wir viel gedreht, ich habe viel Kamera gemacht, Licht gesetzt. War alles ein bisschen neu für mich, aber hat echt Spaß gemacht.
Es ist jetzt echt spät schon für Feierabend, aber jetzt geht's noch kurz einkaufen und dann fahre ich in die Wohnung und dann ist der Tag auch erstmal vorbei. Dann Sonntag ist der letzte Dreh dann für diese Woche. So, heute ist Sonntag und heute geht's auf zum großen Dreh für Imagefilme. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, für was wir Imagefilme drehen. Oft ist ja das, was wir machen, geheim. Auf jeden Fall, das wird heute ein echt langer Dreh. Um 9 fangen wir an, da treffen wir uns und um 22:30 Uhr soll das Ganze, glaube ich, zu Ende sein, laut Dispo. Und ja, das wird echt ein spaßiger Dreh. Vielleicht soll ich sogar selbst vor der Kamera stehen und ein bisschen schauspielern am Ende. Ich werde versuchen, ein paar Bilder zu drehen beim Dreh. Eigentlich sollte die Schauspielerin vor einer Viertelstunde schon da sein und so langsam werden alle ein bisschen nervös, weil der Zug bald einfährt. Und bis dahin muss sie gebrieft sein, sie muss in das Kostüm gestiegen sein und wir müssen das alles so ein bisschen aufgebaut haben, die Szenerie. Deswegen, ja, ist das jetzt alles ein bisschen hektisch. Wichtig, dass ich das Startbild noch nicht sehe vom Film. Heute Morgen ist mein Schnürsenkel gerissen und ich habe ihn wieder verknotet, damit ich ihn schließen konnte. Jetzt kommt der Knoten aber nicht durch dieses Loch und ich muss den Schnürsenkel abschneiden, damit ich aus meinem Schuh rauskomme. Und jetzt brauche ich neue Schnürsenkel.